Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Wir starten jetzt gleich los und machen uns auf den Weg zur Flugstunde. Und wenn euch diese Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben freuen. Let's go, let's go, let's go. In Schwierigkeiten, was ausgeheckt? Oh. Dachte ich. Da. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Bin schon sehr gespannt, was uns erwartet. Das heißt, wir kriegen dann einen Besen. Oh, ich bin jetzt echt gespannt. Das wäre voll cool. Hallo. Jetzt der Schlag dem schon wieder. Ach Gott, der Arme. Wir haben Glück, dass die Schule. Der Arme, der Arme. Oh. Wir müssen raus. Oh, da steht schon alles bereit. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Lektion, fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber okay. Vorsicht, die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem sind Stück zurückhaben. Für den Steig- und Sinkflug. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Ich brauche einen eigenen Besen. Was? Was war da jetzt mit Control? Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Was? Ich habe das mit Control nicht gecheckt. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände. Und fordert sie etwas mehr. Okay, wartet mal. So ist auf. Okay, okay, okay. Unsympathisch des Todes. Das tun wir gleich umstellen. Uah! Hä? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe, wie kann ich bremsen? Bremsen! Oh mein Gott! Hilfe, Mami! Wie kann ich bremsen? Bleib doch stehen! Okay, okay, okay. Wir müssen dann nochmal schnell schauen. So. Okay. Oben und. Ja. Diese Aussicht. Hallo. Okay. Schöner Tag zum Fliegen. Gut. Das hat schon mal geklappt. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Okay, okay, so geht es. Ui! Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Hat das jemand gesehen? Ja, ich.
Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre? Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Aha. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Aha. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hebogreif? Frau. Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Ah, ich lenke auch mit der Maus. Schnell die Besen ab. Steig hier ab. Okay. Und wo waren sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch! Das war recht gut geflogen. Thanks, girl. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Yes. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Süß. Unterrichtsstunde fliegen. Alrighty. Oh, wir haben Eulenpost. Grüße.
Ich bin froh, berichten zu können, dass meine Schwester Helen den plötzlichen Angriff in Azkaban überlebt hat. Sie sei Anne nicht böse, so schrecklich die Gewalt auch war. Nachdem sie die Zustände in Azkaban wiedergesehen habe, überrascht es Helen kaum, dass Annes Verstand so erschüttert ist. Es scheint, dass sie Jackdaws Geist gefunden und ihm von Anne erzählt haben. Helen lässt ausrichten, dass er offenbar versprochen hat, mit dem Ministerium und Helen zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, ob und was für sie getan werden kann. Eddie Thistlewood. Ah, die Arme. Bring dies zum Raum der Wünsche, um die Qualität zu enthüllen. Oh. Ah, das ist Ravenclaw. Nichts Neues. Oh. Okay. Lol, nein. Das haben wir angehabt. Okay, was? Haben wir das erledigt? So, dann schauen wir noch in unsere Aufträge hinein, was es dort gibt. So, Besuche dem Flugunterricht haben wir erledigt, dann gibt es da noch zwei Fragezeichen. Okay. So, ich hätte mal gesagt, wir machen jetzt noch Depulso. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Sebastian! Wenn du verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Oh. Guten Tag. Ich benötige Hilfe bei einer Lieferung und dachte, Sie wären interessiert. Besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Okay. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien, abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Professor Weasley. Jetzt muss ich nur schauen. Das heißt, meine Fragezeichen sind jetzt wahrscheinlich weg. Yes. Whoa. What happened? Okay, wir machen jetzt trotzdem als erstes Depulso. Achso. Hä? Achso, ich werde das wahrscheinlich nochmal...
Professor Sharp möchte, dass ich mich teste, während ich unter dem Einfluss von sowohl Maxima als auch Edoros-Trank stehe. Er möchte auch, dass ich einen Fokustrank mitnehme. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte bei J. Pippins Tränke finde. Aha. Aha, 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 aha. Dann machen wir das jetzt in dem Fall doch anders, weil es gibt ja eine J. Pippins Aufgabe. Das könnte man ja dann verbinden. Hilf Professor Weasley. Wir treffen jetzt als erstes mal Professor Weasley. Okay. Oh, was ist mit der Türe los? What happened with this Türe? Protego! Wenn ich Saatgut brauche. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Professor Weasley. Oh. Levioso. Revelio. Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht. Aber nicht jetzt. Haha. Rebellion. Wandteppich von Barnabs, der Bekloppte. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas, des Bekloppten, dar. Trolle für das Ballett auszubilden. Man stellt sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Wie sie alle Tütüs anhaben. Oh. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Wow.
Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Geil. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Akio! Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten Gegner auch den Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Oh mein Gott, halt geht's ja richtig ab, Büro. Neuer Zauber, let's go! Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Okay. Einen Augenblick, Professor Weasley. Oh. Lässt Gegenstände verschwinden und bringt Mondsteine zurück, wenn er im Raum der Wünsche angewandt wird. Kann aber keine Gegner verschwinden lassen, in dem Fall nehme ich mal an. Das wäre richtig geil. Ausgezeichnet. Oh. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Ah ja, stimmt. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug eigentlich machen kann, was ich die ganze Zeit einsammle. Wo in Namen steckt dieser Rebellion? Ist das... Herrje, meine alte Schultasche. Ah, süß! Ich hab gewundert, wo sie hin ist. Na, süß! Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ihre alte Schule. Sie mir nur kurz an. Mach Warum das. Schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir die finden? Na, ist sie putzig. Ja, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebenst T. Das klingt alles so, als wäre das so Drama und Romance. Na schau, wie sie... Na, ist sie süß, oder? Ich mag die Professor Weasley. Rebellion. Oh, meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Ah! Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Das ist mir nämlich gestern noch durch den Kopf gegangen. Mit diesen Augenkugeln. Aber was ich halt nicht check ist... Was bringt es mir, wenn sie mich nicht sehen? Gar nichts, oder? Akio.
Legioso! Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Oh, die Bücher. Halte den Eindringling auf! Welchen Eindringling? Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Oi! Revelio! Geil. Geht's euch gut, Chat? Alles in Ordnung? Ich bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Schön. Cool. Revelio. Wasser, das war nur das Ding. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Was war das? Ein Schnatz. War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Oha! Aus. Incendio! Accio! Die Königin vom Schach. Wir sind so süß. Dachte, er schimpft jetzt. Geil. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Okay, dann muss ich mir jetzt noch schnell das andere anschauen. Es tut mir leid.
Akio. Okay. Habe ich mich da jetzt eingesperrt? Das wäre jetzt ein bisschen bitter. Incendio. Excelliamus. Accio. Nein! Ich kann es ein bisschen schieben. Okay, okay. Hilfe. Hilfe. Okay. Oh Gott, das ist ja bitter. Incendio. Okay. Livioso. Livioso. Okay. Incendio. Expelliarmus. Accio. Nein. Incendio. Ja, es ist spannend, dir zuzuschauen. Ah, das freut mich, Angelika. Okay, wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. Oh. Sind Sie hier? Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deek. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deek hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Yes. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deek sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest.
wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Du hast den Schreibtisch der Beschreibung freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Geil! Na geh! Na, warum tut das arme Baby schruppen? Na geh! Ich will nicht, dass dir schruppen tut. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Der wird nützlich sein, wenn ich was zu identifizieren habe. Okay. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Hey, heute geht's voll ab mit den Zaubers. I love it. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Okay, Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Okay. Achso. Ich brauche das schon wieder mehr Platz. Ich fühle das schon. Also. Zaubertränke, Gegenstand, um Zaubertränke zu brauen, Gegenstand, um Pflanzen wachsen zu lassen, verzauberte Gegenstände, die den Raum der Wünsche, okay, und dekorative Wandgegenstände, Decoration. Hä? 108 Mondstein, 108. Achso, das braucht 2. Ah, warte mal, da kann ich mir jetzt dann die Farben aussuchen, oder was hat es mit diesen Pfeilen auf sich? Okay, ich nehme jetzt einfach irgendwas. Oh. Ah, da kann ich jetzt eh... Okay. Geil. Oh, das sieht witzig aus mit dem Kamin da hinten. Oha. Ich glaube, ich nehme den. Halten, andocken, deaktivieren. Was? Objekt rotieren.
Wo ist der Eingang? Gott, wo stelle ich das jetzt hin? Ich bin überfordert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich stelle das jetzt mal hier so ins Eckerl. Okay, ich habe eine... So, dann das heißt, wir brauchen jetzt auch noch eine Pflanzenstation. Ah, das passt dann farblich irgendwie zusammen. Ah, das mit so Lichtern. Oh, die finde ich aber ganz süß. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Oh. Deke wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen, glauben Sie mir. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Aha. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Okay. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Das heißt, die Zauber gehen nur im Raum der Wünsche. Oh, wie cool, da können wir uns jetzt auch hinporten. Verzauberte Gegenstände, die im Raum gewünscht. Was ist das? Ah, aber... Das ist doch der Tisch. Okay, den haben wir schon. Was ist das? Ah, Deko. Okay. Okay, der Rest ist Deko, oder wie? Dekoration, Kunstwerke... Dekorationen der Saison? Ah, witzig. Okay... Statuen. Okay. Tische. Teppich. Ah, okay. Möbel. Aha. Ah, und da... Okay, da kann ich noch andere Sachen. Zu kaufen. Okay, das muss ich kaufen. Okay. Das heißt, vorerst habe ich jetzt einmal dieses Tischlein und meine Kochstation. Wenn Sie kurz Zeit haben, kann ich Ihnen noch mehr über Verwandlung beibringen. Okay, aber ich möchte noch ganz kurz... Ich glaube, ich will den Tisch jetzt doch anders. Aber wie kann ich ihn verändern? Oh,
Oder bringt sie mir das erst bei? Ich muss ja das irgendwie auch ändern können, oder? Hüpfende Töpfe. Okay. Wurscht, wir gehen jetzt zuerst zur Professor Weasley. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ja, wir haben schon genug. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Beschwöre Wanddekorationen, beschwöre Bodendekoration, okay? Ach, witzig. Okay, also ich sehe das schon. Wir werden da irgendwann einmal gesondert im Stream einmal nur dekorieren. Du kannst es halt wirklich genau so platzieren, wie du willst. Das ist mega. An Sessel haben wir uns auch noch eine. Süß. Beschwöre Wanddekoration. Okay. Hopp, 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 hopp. Ah, süß! Das war ja von der Umbridge. Die hatte diese Katzen gehabt. Möbel, Dekorationen. Okay. Ah. Witzig. Gibt's noch andere Wanddeko? Na, oder? Okay, 5 Wanddekos muss ich. Gute Arbeit. Machen wir weiter? Geil. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Ah. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Ja! Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Okay. Okay.
Veränderungszauber. Richten Sie den Zauberstab auf etwas. Okay, also diese Grünen sind dann alle wahrscheinlich nur für den Raum der Wünsche. Ah, okay, okay. Das heißt, im Änderungszauber... Ah, okay, da kann ich das nochmal herumdrehen. Wie mir das taugt. Okay, finde ich cool. Kann ich das da dran stellen? Plupp. Ah. Oh! Hä? Aber wieso ist das... Ah! Oh! Jo, na, Org, ihr holt's gar nicht aus. Jetzt kann ich die Farbe auch ändern. Ist das ein geiler Shit hier. Anschauungsmaterial ändern. Ich hol's nicht aus. Ich bin in meinem Element. Cool. Oh. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht den Zentralboden. Ja. Farbe ändern. Cool. Achso, na, umschieben wollte ich's nicht. Okay, wir nehmen das jetzt auch in weiß. Passt. Ändere die Größe eines Gegenstands. Ich wollte nicht den Boden ändern. Aha. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Bitte, was kann ich hier alles umgestalten? Ich holt mein Leben nicht mehr aus. Aber ich finde nur dieses Geräusch von dem Zauber finde ich ein bisschen sehr... I don't know. Oh! Mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Ambiente? Wärst du so nett? Hä? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Okay. Geiler Scheiß. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ländle.
eine kühle, monddurchflutete Atmosphäre. Natürlich und erdverbunden wäre schön. Dunkle und mysteriöse Räume finde ich. Ich möchte gerne natürlich und erdverbunden. Natürlich und erdverbunden. So als würde man sich im Freien aufhalten. Oh, hervorragend. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Wow. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Ich finde, dass Sie gute Arbeit leisten. Gekauft. Wie geil ist das, bitte? Ich raste aus. Ich raste einfach aus. Wo kann ich da überall hinrennen? Hallo? Gottes Willen, jetzt habe ich knapp den Volt auf mich drauf. Wo geht's da überall hin? Ich hol's gar nicht aus. Hallo, was ist da? Ist das jetzt mein Zuhause hier? Ich hol's gar nicht aus. Ich hol's gar nicht aus. Ach, das mit dem Pflänzchen gefällt mir sehr gut. Hallo. Geiler Shit. Wo geht's dahin? Oh. Love it! I love it! Oh mein Gott, ist das geil! Ist das geil! Ich bock mein Leben nicht mehr, ist das geil! Diptam, Malvenkraut. Die Blätter des Heilkrautes werden für den Megelbauertrank verwendet. Können bei den magischen Rüben erworben werden.
Jetzt kann ich mir meine eigenen Sachen machen. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Doris Hank, die Verteidigung des Regenen erhöht, indem der Dauer auf des Steines. Wir brauchen ihn, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn. Wie cool! Okay, ich bin einfach Schuck in der Haus.